Hallo YouTube, hier ist Bugi Kraxen. Vor der Kamera 22 kleine Kreise und wieso es ausgerechnet 22 sind, das hat seine Berechtigung. Ich habe nämlich für meine 333 Abonnenten die Tiefe mit Challenge genau 22 Videoantworten erhalten. Ja, vielen Dank zuallererst mitgemacht haben. Schnurres 58, Waldhörnchen TV, Benson Knives, Outdoor Drache, Alex Hafenrichter, Outdoor in Shortwave, Waldschrat Adahi, Waldbuschcamper, Matteo Pilz, Karl Heger, GD Outdoor, Stella 77, Buschkraft Oberland, Pilotprojekt 07, Kostnix Kanal, Outdoor Tirol, Bunga Bunga OH, Couchcamper Q1 QEU, Nam Tourt, Matthias Dittgen, Max Günther, Harry McLeod. Ja, vielen Dank für eure Bemühungen. Es waren sehr viele interessante Beiträge dabei. Rucksackvorstellungen waren alle super, haben mir alle super gefallen. Waren ein paar neue Ideen dabei und auch Konzepte, die ich bis dato noch nicht kannte oder mit denen ich mich bis dato noch nicht beschäftigt habe. Auch an dieser Stelle vielen Dank für die neuen Gedanken, punkto Ultralight und so weiter und so fort. Ja, wie zuvor schon angekündigt, werde ich einen Sonderpreis für die Jugend vergeben. Es waren ja einige Videoantworten von sehr, sehr jungen Teilnehmern. Ja, vielen Dank hier von meiner Seite. Diesen Sonderpreis habe ich schon zusammengestellt. Er besteht aus einer Netzhängematte, einer kleinen 500 ml Trinkflasche, den dazugehörigen obligatorischen Edelstahlbecher, einen kleinen Abziehstein zum Messerschleifen und Trekkingkeksen, also Survival-Notnahrung. Und ich werde diesen Preis dem Kanal GD Outdoor zuerkennen. Das ist die Nummer 11 in meiner Playlist. Dies hat mehrere Gründe. Einerseits waren die zwei Jungs, die die Videoantwort gestaltet haben, die jüngsten Teilnehmer. Der Sprecher war 13 und sein Bruder, der ebenfalls im Video zu sehen war, war 10 Jahre alt. Und erschwert kommt hinzu, dass die beiden die Videoantwort in Deutsch, also Deutsch ist nicht deren Muttersprache, in Deutsch gesprochen haben, was natürlich gesondert, honoriert gehört. Ja, damit es ja nicht allzu viele Zufälle gibt, werde ich einfach hier die Nummer mal zukleben und das Video Nummer 11 ist von der weiteren Preisvergabe dann ausgenommen. Ich denke, das ist fair genug. Zur Auslosung der vier Preise habe ich schon was vorbereitet. Also das erste Hilfsmittel ist selbstverständlich dieser Spezialpfeil von mir selbst gebaut. Befiederung ist das Beste, was Nachbars Hühnerstall hergegeben hat. Eine super scharfe Spitze aus weichem Draht, kalt gehämmert. Schneidet Papier, wenn man entsprechend drückt. Ja, dazu dieser Hochleistungsbogen, ebenfalls von mir selbst hergestellt aus grüner Hasel. Ja, Pfeil und Bogen. In Kombination mit meiner nicht vorhandenen Bogenschießkunst und einem beweglichen Ziel. Das ist die Basis für die Auslosung und ich glaube, hier ist dem Zufallsprinzip Genüge getan. Ja, gehen wir es los. Das Preisschießen sozusagen.
Ups. Nicht ganz eindeutig. Knapp vorbei an der Nummer 3. Aha. Ich denke, das ist eindeutig. Die Nummer 8, schauen wir mal. Jawohl, eindeutig innerhalb des Kreises. Die Nummer 8, das ist der Waldbuschcamper. Gratulation zum Preis. Nummer 1, das ist die Tajima Klappsäge mit dem Erste-Hilfe-Set und dem Schemack. Ja, kommen wir zum Preis Nummer 2. Das ist die Feldtasche mit dem Paracord. Ups, kommt der Wind rein. Mit dem Edelstahlbecher. Aha, knapp vorbei an der Nummer 4, denke ich. Ja, das ist noch außerhalb. Ich gerade von hier. Jedenfalls daneben. Aber jetzt die Nummer 4, ich denke, das kann man ja erkennen. Die Nummer 4 ist der Outdoor-Drache. Gratulation. Dann kommen wir zum Preis Nummer 3, das ist die die Fellflasche mit dem Becher daneben schwarzen Bandana. Und ein paar anderen Kleinigkeiten. Ich hoffe, das wird nicht langweilig. Das ist die Nummer 21. Ich hoffe, man kann es sehen in der Kamera. Die Nummer 21, Max Günther. Gratulation zum Preis Nummer 3. Ja, dann kommen wir zum vierten und somit letzten Preis. Nummer 8, den hatten wir schon mal. Da vergebe ich natürlich keinen zweiten Preis, sondern schieße nochmal. Ist das noch drinnen? Das ist die Nummer 17. Schauen wir mal.
Oder ist das außerhalb? Ich denke, das können wir gerade noch gelten lassen. Die Nummer 17. Das wäre Bunga Bunga, oha, der Olli, das freut mich jetzt aber besonders. Ja, Preise sind vergeben. Nummer 1 geht an den Waldbuschcamper, Nummer 2 an den Autodrachen, Nummer 3 an Max Günther und Nummer 4 an den Olli. Ja, Gratulation von meiner Seite an die Gewinner. Bitte sendet mir eine persönliche Nachricht mit eurer Adresse, mit der Versandadresse, damit ich die Preise ras verschicken kann. Ja, zum Schluss noch mein Appell, wie üblich, geht raus, bleibt nicht zu Hause sitzen. Denkt euch verrückte Ideen aus, so wie dieses Bogenschießen. Ja, denn YouTube ist auch noch da, wenn ihr wieder zu Hause seid. In diesem Sinne, ciao und servus. Bis zum nächsten Mal.